So, willkommen alle auf dem Stream zu The Lion Princess and the Blind Prince. Und ja, es ist verdammt laut. Ich werde es aber beim Rendern berücksichtigen und abändern. Und wenn wir im Game sind, werde ich die Audio runterstellen. Geht nur im Menü leider nicht. Von daher müssen wir das nachträglich machen. Wir starten das Spiel einfach mal. Es wird in... Es wird in der Sprache Japanisch, also japanische Vertonung, englischer Text und meine deutsche Wenigkeit. Also frei übersetzt. Quasi sinngemäß, so dass wir verstehen, was los ist. Mehr nicht. Komm leider nicht in die Option rein. Es ist eine kleine Geschichte über die Liebe in einem fernen Land. Es war einmal ein Königreich, umgeben von einem dunklen, tiefen dunklen Wald. Der Wald war ein beängstigender Ort, voll mit Monstern, und wurde beherrscht von einer machtvollen Hexe. Selbst am Tag war der Wald so dunkel wie die Winternacht. Genau deswegen hat sich kein Mensch auch nur in die Nähe dieses Waldes gewagt, geschweige denn überhaupt hinein. So schrecklich der Wald auch war, eine wunderschöne Gesangsstimme stach jede Nacht hervor. Im Mondschein. Aber nur wenn der Mond schien. Die Stimme gehört zu einem großen Wolf. Sie war sehr stolz über ihr Gesang und sang immer schön Richtung Mond auf einem Cliff jede Nacht. Das Deutsch doch. Der Wolfsgesang weckte das Interesse eines menschlichen Prinzen von dem Königreich, welches von dem Wald umgeben war. Jede Nacht würde der Prinz sich in den beängstigenden Wald wagen, nur um dieses wunderschöne Lied zu hören. Eines Nachts, als der Wolf mit Singen fertig war, applaudierte der Prinz. Die Identität hinter der Stimme war versteckt, weil da eine ganz schöne Klippe davor war. Aber das verärgerte den Prinz nur ein wenig. Der
初めて王子が歌を聴きに来た時にはバカな獲物だ、歌い終わったら食べてしまおうと思っていました。 Der Wolf blickte zu dem Prinzen. Wölfe sind Menschenfresser. Immerhin nach allem. Ja, sie fressen halt gerne Menschen. Was für eine dumme Beute, dachte sie sich. Ich sollte ihm einfach essen, jetzt wo ich mit dem Singen fertig bin. Demo, Oji kara musaki na hakushu wo okurare, imamade uta wo homerareta koto no nai ookami wa, saisho wa tomadoimashita ga, sono uchi ni waruku nai kimochi ni nari, nanda ka taberu ki ga nakunatte shimatta no deshita. Wie auch immer, der Prinz hat naiverweise einfach dem Wolf applaudiert, welcher niemals ein Lob für ihren Gesang bekam. Sie zögerte also zuerst, aber aus irgendeinem Grund hat sie sich irgendwie daran gewöhnt und fand Gefallen daran und wollte ihn einfach nicht mehr essen. Für viele weitere Nächte sangen die Wölfe in ihr Lied. Immer schauend, dass der Prinz applaudierte. Aber, dachte sich der Wolf, wenn er herausfindet, dass ich ein Monster bin, wird er bestimmt Angst haben und er wird nicht mehr herkommen, um ein Lied zu hören. Also, nachdem sie jedes Mal mit ihrem Lied fertig war und sie den Applaus des Prinzen hörte, zog sie sich in die Tiefen des dunklen Waldes zurück. Diese Nächte fuhren fort, selbst als die Jahreszeiten sich änderten. In einer Nacht wie jeder andere sang die Wölfin ihr Lied zu dem Mond. Es war dasselbe ruhige Abend für sie wie immer. Wie auch immer, diese Nacht ist eine spezielle Nacht für den Prinzen. Und zwar würde er aber immer noch gerne herausfinden, warum. Er betrat den Wald voller Entschlossenheit. Er wollte die Identität der wunderschönen Gesangsstimme mit seinen eigenen zwei Augen sehen. Der Prinz kletterte das Kliff hinauf, voller Entschlossenheit und mit ganzem Herzen. Die Wölfin hatte nichts bemerkt zuerst, aber als sie fertig war mit Singen und sie das Applaudieren des Prinzen nicht hörte, der es immer danach kam, どうしたんだろうと足元を見てみると
すぐそばまで王子がやってきているではありませんか。Sie überlegte und wunderte sich und sah nach unten. Was? Warum war der Prinz nach so nah an sie herangekommen? 姿を見られたら嫌われちゃう。狼は突然のことに大慌て。見られちゃいけない。そんな気持ちで大きな手を王子の目元へ伸ばします。Er wird mich hassen, wenn mich so sieht. Die Wölfin war panisch. Niemand sollte mir sehen, was ich wirklich bin. Sie erweiterte, so würde man es wörtlich übersetzen, aber ihre große Klaue wollte die Augen des Prinzen bedecken. その手についた爪が王子の目を引き裂くことになるとは思いもしませんでした。Aber stattdessen hatten ihre Klauen versehentlich die Augen des Prinzen zerrissen. Ist er ausgerissen, aber eher zerrissen. Sagen wir zerkratzt. Klingt besser. 突然襲いかかってきた衝撃に王子は岩から足を滑らせてしまいます。この高さから人間が落ちたら、狼は慌てて王子の腕をつかみます。Der verletzte Prinz rutschte das Cliff hinunter. Die erschrockene Wölfin dachte sich, wenn ein Mensch aus dieser Höhe fällt, und griff schleunigst den Arm des Prinzen. その時王子の腕に伝わったのは、ゾワゾワとおぞましい毛の感触。何もわからぬまま、目を傷つけられた上に、得体の知れない恐ろしいものに腕をつかまれた王子の恐怖は、一体どれほどのものだったでしょうか。Zur selben Zeit war der verängstigte Prinz, fühlte der verängstigte Prinz dieselbe boshafte Präsenz an seinem Arm, die ihm gerade zuvor die Augen auskratzte, welches seine Furcht verzehnfachte. Oji wa Okami no te kara nogare yo to hissi de abaremasu. Himei o age nagara jitabata to. Sono himei o kiita Okami wa Oji o koagarasete iru koto ni douyou shi, omoazu sururi to Oji no ude o hanashite shimaimasu. Der Prinz schreite und wehrte sich verzweifelt, um der Klaue der Wölfin zu entkommen. Die Wölfin war alarmiert bei dem Geschrei von ihm und ließ ihn aus Versehen, also fallen. Er rutschte ihr quasi aus der Hand. Oji wa iwa no shita e to ochite shimaimasu ga, saiwai na koto ni shigemi no ue ni ochi, ooki na kega wa nai yō desu. Ōkami ni hiki sakareta sono me igai wa desu ga. Der Prinz lumpte das Cliff hinunter, aber dann landete er sicher auf ein paar Büschen. Zum Glück wurde er nicht groß verletzt von seinem Sturz und die Klaue der Wölfin hatte lediglich seine Augen verletzt. その時、王国の兵士が現れ、王子のもとへ駆け寄ります。王子の悲鳴を聞いて、近くを見回っていた兵士が様子を見に来たのです。Ein Soldat aus der Nähe von dem Königreich eilte schnell zu dem Prinzen. Der Soldat hatte seine Schreie gehört, kam, um zu sehen, was los ist. 岩の上に王子を傷つけた化け物がいるに違いないと、兵士は慌てて矢を放ちます。狼は王子のことが気がかりでしたが、矢の雨に追われては森の中へ逃げ込むしかありませんでした。Der Prinz muss verletzt worden sein von einem Monster dort oben. Der Soldat feuerte schnell ein paar Pfeile. Die Wölfin war besorgt über den Prinzen, aber sie musste schnellstens fliehen, da
die Pfeile auf sie regten und war gezwungen, zurück in den Wald zu gehen. Der verletzte Prinz begann nach und nach sein Bewusstsein zu verlieren. Die schreckliche Erinnerung an die Klaue, die seine Augen verletzten, und dieser bestiale Griff, Griff um seinen Arm, hatten sich nach und nach in seinen Kopf graviert. Er sagt, in seinen Gedanken eingraviert. Er wird das nie wieder so schnell vergessen. Viele Nächte später. Ich komme immer noch nicht in das Options-Menü, ich kann es noch nicht leiser stellen. Der Prinz, nun blind, brachte Enttäuschung und Schande über die königliche Familie, und seine Eltern schlossen ihn weg in den Turm des Schlosses. Burgturm, besser gesagt. Die Wölfin, besorgt über den Zustand des Prinzen, lauschte ein paar Soldaten an dem Schloss, welche sagten, dass man ihn wegsperrte. Wie schrecklich, dachte sie sich verärgert und schlich sich in den Turm, um nach ihm zu sehen.